Hey Leute, herzlich willkommen zu Asterogues. Das gibt's für 15 Euro auf Steam. Ich habe einen Key dafür bekommen und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich mache da jetzt erstmal, glaube ich, nur ein Angespielt vielleicht zu, beziehungsweise wir spielen das Ganze mal so an. Vergleichbar ist das mit sowas wie Enter the Gungeon und ich spiele das hier mal ausnahmsweise mit Gamepad und nicht Maus und Tastatur. Ja, ansonsten muss ich mal schauen, wenn Interesse dran bestehen würde, würde ich dazu auch ein Let's Play machen. Aber momentan habe ich auch schon wieder so viele Sachen bekommen, dass ich echt mehr selektieren muss, was ich mache und was ich nicht mache. Gut, starten wir ein neues Spiel. Bad News, Pluto. You've been demoted. Ja, super. Das optisch, also vom Artstyle sieht das schon ziemlich cool aus. Ja, da kommt was auf euch zu. Das sieht halt super aus. Und wir spielen hier so einen Asteroiden und müssen Planeten bekämpfen. So. Die haben wahrscheinlich ja auch nicht erstmal nicht so viel zu erzählen. Und die wurden hier auch alle abgeladen sozusagen. Ja, die Sonne ist echt ein Arsch. So. Kann ich hier schon irgendwie schießen oder sowas? Haben wir hier noch irgendwas? Koop, kann man es auch spielen? Okay, das war mir jetzt neu. Ansonsten, Select Ability Orbit. Hold right trigger to enter orbit mode. Nearby bullets that miss get trapped in your orbit. Oh cool, wir können quasi Kugeln einsammeln. Alles klar, dann halten wir uns jetzt hier mit den Kandidaten erstmal nicht so auf. Genau, wir wollen Rache. Cool. Dash gibt's auch. Left Trigger greifen wir damit an. Das ist ja auch eine interessante Tastenbelegung. Die Musik ist halt auch wirklich echt nicht schlecht. Okay, Kugeln einsammeln. Wir können uns hier also auch endlos drehen. Oder nein, scheinbar doch nicht. Okay, den Balken da oder die Aufladung hatte ich gerade nicht so im Blick. Ist aber auch ein interessantes System. Oh Gott, das mit so zu spielen, mit Gamepad, ist halt echt gewöhnungsbedürftig.
Okay, und es gibt dann auch Bullets, die wir nicht sammeln können. Die sind dann rot. Glorious Star Army, ja super. Kettle, was haben wir denn hier? Newcomer, ja, das wäre, glaube ich, jetzt für das Video gar nicht mal so schlecht. Normalerweise... Ach, ganz ehrlich, nein, 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 wir nehmen normalen Modus. Wo ist denn da der Spaß, wenn man nicht ständig stirbt? Alles klar. Verdammt. So wie sich das steuert, finde ich das doch mit G-Pad ein bisschen umständlich. Die Musik ist richtig cool. Oh Gott, ja, zielen und ne, das... Die Taste dann gedrückt halten hier mit Gamepad ist halt schon... Verdammt. Das kann ich... Ah, kann ich sogar kaputt machen. Gut, was haben wir denn hier Tolles? Vortex. Create a vortex at target position that pulls in enemies and poisons them. Plus 1 second poison duration left shoulder to use. Okay. Reroll können wir auch nehmen. Beziehungsweise wir können jetzt hier sowieso erstmal was aussuchen. Vortex, your Mini-Drone. Pet. Mehr Burn Damage und dann haben wir hier noch. Ich glaube, ich nehme mal. Schwarzes Loch. Removes all enemy bullets in a giant AoE instantly. Ich glaube, ich nehme hier Mini Drone. So, und da haben wir auch die Karte auf der Seite. Das ist schon ziemlich verzweigt, wenn wir uns die irgendwie noch weiter oben ansehen. Ich glaube jetzt erstmal nicht. Wir sind da. Wir könnten dahin oder dahin. Was ist denn das da? Nee, ich gehe erstmal. Wir gehen erstmal hier lang. Das ist halt echt eine coole Idee mit diesem Orbit-System. So, dann sind wir hier. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was es hier gibt. Oh, ein Shop. 69 haben wir. Quarterstaff, Melee Attack Damage, Battering Bat, Melee Attack Damage. Melee Attacks can now endure armored elements. Enemies. Slugger, Melee knocks back enemies. Ja, das ist alles Melee. Move a little faster outside of slowdown. 10% reduced enemy speed. Das würde ich halt mal mitnehmen. Warum nicht? So, dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Aber ich schleudere dann auch direkt immer alle Bullets. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, hey, nur eine.
paar Münzen, dann haben wir ja auch schon alles. Jetzt die Frage, diese ganzen Sachen mache ich erstmal nicht kaputt, weil das kostet auch alles viel zu viel Zeit. Recharge. Okay, Heilung. 0,15 Herzen, Gehalt pro Raum. Battering Bed. Melee Attack Damage benutze ich halt fast gar nicht. Deswegen, ich würde fast das mitnehmen. Was können wir uns aber nicht leisten? Gut, wir können uns halt gar nichts leisten. Toll. Ja. Falsche Taste gedrückt. Ich wollte dich eigentlich hauen, aber das macht jetzt... Naja, das ist halt auch eine blöde Sache. Diese Bullets machen da noch wesentlich mehr Schaden. Das Spiel, das hat echt was. Auf jeden Fall. Ja. Oder ich mache hier doch gleich direkt ein Let's Play draus. Zumindest so ein paar Folgen. Auch wenn ich hier wahrscheinlich katastrophal scheitern werde. Aber das ist halt richtig, richtig cool. Gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, ich werde dann noch gucken, dass ich das dann nächstes Mal mit Maus und Tastatur spiele. Weil diese Mechanik mit diesen Kugeln einfangen und dann zurückschleudern. Gut, kennt man vielleicht hier und da mal aus so einem Spiel. Aber jetzt nicht so als Hauptspielmechanik. Das hat echt wehgetan. Kannst du mal bitte... draufgehen. Danke. Oh, hallo. Da haben wir ein Herz, verdammt. Da war ich jetzt zu gierig. Hallo, Kugeln? Kannst du mal bitte... Oh Gott. Was zur Hölle? Ich mach's nicht mehr lange. Das ist halt... Ja, okay. Da war jetzt mein Problem. Wo war er noch bei der Dash? Das machte echt Laune. Meine Güte, ich glaube, da mache ich doch mal ein paar mehr Videos zu. Und dann sollte das auch mit der Zeit besser werden. Aber ich würde sagen, das soll jetzt erstmal für den Anfang reichen. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Vielleicht werde ich das auch ein bisschen off-camp spielen, um einfach ein bisschen mehr Gefühl dafür zu kriegen. Vor allem muss ich mir dann mal genau anschauen, wie die Tastaturbelegung ist und so weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.